Uagan ist allergisch gegen Leibesübungen. Das wird euch gefallen. Hier kommt Uagans Darstellung des menschlichen Holzrituals. Heilige Aspekte. Die Welt da unten wird jeden Tag seltsamer. Habt Dank und schaut weiter zu. Uagan wird jetzt einen Rückwärtssalto vollführen. Ich danke euch. Jetzt seht ihr Uagan als Snaf, das asurische Genie, als sein letztes Stündlein gekommen war. Willkommen zur Vorstellung. Uagans Gehilfe wird euch begrüßen. Eilt herbei, werte Damen und Herren, zur wuseligsten, gruseligsten Vorstellung aller Zeiten. Und nun einen donnernden Applaus dem Fürsten flinker Fingerfertigkeit, dem Herren des halsbrecherischen Hokuspokus, dem König... Genau, werte Damen, Männer, hier ist er nun, Kukuchu, der Ungeheuerliche. Der Unglaubliche. Was? Kukuchu, der Unglaubliche. Genau, Kukuchu, der Unglaubliche. Ich glaube nicht, dass das heißt, was er denkt, dass es heißt. Wer von euch hat schon einen Drachen gesehen? Uagan ist Halbdrache, mütterlicherseits. Wenigstens hat Uagans Vater das immer gesagt. Warum strengt euch mehr an, ja? Im Gesicht verjagt er ja den Anscheinend war Uagans Mutter auch eine Hexe und eine... kleine Ohren im Publikum. Du da, wie ist dein Name? Rufus. Rufus. Bist du ein Uagan? Nein, ich bin ein Char. Das ist so wunderschön seid. Was genau ist das am Leben in dem Luft, das solche Schönheit... Uagan hat Arbeit für dich. Hast du Interesse? Ja, was ist es denn? Siehst du den Eimer? Uagan spuckt gleich Feuer. Wenn Uagan jemanden anzündet, gibst du Wasser darüber, klar? Ist klar. Herrschaften, euer Leben liegt in Rufus' Hand. Macht euch bereit. Genau, brennen muss es, mein pausbäckiger Knubbel. Und das war nur Uagans Morgenatem. Hey, Rufus, darf Uagan dir was Persönliches fragen? Glaub schon. Hast du dir je gewünscht, ein Drache zu sein? Weiß nicht. Was, wenn Uagan dich in einen verwandeln könnte? Was würdest du tun? Naja, rumfliegen und Kühe fressen. Schafleisch. Hätte Uagan ja wohl klar sein müssen. Na gut, Rufus. Uagan denkt, du bist bereit, ein Drache zu werden. Uagan verrät dir, wie das geht. Verstanden? Verstanden. Geschätztes Publikum, es braucht viel Konzentration, den inneren Drachen zu entfesseln. Feuern wir Rufus an. Rufus! 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 Mach, was Uagan gesagt hat. Na schön. Das war nur zur Übung. Versuchen wir es nochmal und diesmal macht Uagan mit, alles klar? Alles klar. Auf drei. Eins, zwei, zweieinhalb. Drei. Nicht ein Haar angekokelt auf Rufus Kopf, Gesicht oder Körper. Und jetzt muss Uagan fort. Uagans Gehilfe wird euch herzlich verabschieden.
Kukuchu, der Unglaubliche, ist hier, solange der Bazar dauert. Applaus und das Klingeln von Münzen sind Musik in unseren Ohren. Einen guten Tag euch allen. Wow, das ist ja pure Zauberei. Warum strengt euch mehr an, ja? Im Gesicht verletzt.